Nur wenige Minuten vom Zentrum der Hauptstadt entfernt, die Okerstraße in Berlin-Neukölln. Hier sind Sami und seine Kumpels zu Hause. Es ist zu viel los, halt so Gewalt und Stress und Polizei, Drogen. 4 Uhr nachmittags. Sami ist gerade aufgestanden. Die Schule hat er verschlafen, große Hoffnungen auf einen Job macht er sich sowieso nicht. Sami ist 18. Was erwartet er von seiner Zukunft in Deutschland? Gar nichts, ganz ehrlich. Hier gibt's ja nichts. Also ohne Papiere nichts. Also Zeugnis, dies, das, Bekanntschaft. Manu ist 16, kommt aus Rumänien. Sein Berufswunsch, Schauspieler. Er war heute zwar in der Schule, ist aber ausgerastet, weil die Lehrerin ihn zur Mitarbeit bewegen wollte. Ja, so, die Lehrer provoziert mich. Also klar. Und was machst du dann? Ich bin danach noch mehr aggressiv, dann schreie und dann schmeißt sie mich raus. Du schreist die Lehrerin an? Ja, richtig an. Klar, gleich ein Klatsche. Und dann schmeißt du dich raus? Ja, was kann ich machen? Der Kiez um die Okerstraße, ein sozialer Brennpunkt. Jeder Vierte hier lebt von Hartz IV. Die Zahl der Schulverweigerer ist hoch. Manche werden kriminell, um an Geld zu kommen. Medine Tapa hat sich mit ihrem kleinen Zeitungsladen eine Existenz aufgebaut. 10 Jahre ging alles gut. Dann wurde sie von 3 Jugendlichen überfallen. Die beiden wollten dann eben hier rum. Und der eine kam direkt auf den Tresen und wollte hier rüber. Die junge Frau wehrt sich. Ja, das war eigentlich gar nicht nachgedacht. Einfach Affekt, habe ich ihm ins Gesicht geknallt, ja, und habe ihn runtergeschubst. Und dann kam er wieder hoch, da habe ich ihn wieder runter. Und dann bin ich nach hinten, habe den Panikknopf gedrückt. Und in dem Moment, wo ich nach vorne kam, waren sie schon dabei abzuhauen. Es ist schlimmer geworden im Kiez. Für Horst Dirschke, seit 40 Jahren Hausmeister in der Straße, steht das fest. Er hat seine ganz persönliche Statistik gemacht. Sind ja nicht der Raubüberfall hier. Es ist ja noch hier nebenan der Raubüberfall, Pizzeria, der Malerladen. 75 Mal kam der Funkwagen im Jahr, 12 Mal ein Feuerwehrzug, ein kompletter, nur immer in der Ockerstraße. 9 Shampoos kosten zusammen 58 Euro. Mathestunde in Samis Schule. Was kosten 2 Shampoos? Lehrer Rainer Finke übt mit seiner 10. Hauptschulklasse Dreisatzrechnen. An alle. Wie rechne ich das? Eine Ratestunde. 58 durch 9. Sami, du bist gut im Kopfrechnen. Ich bin müde, ich habe noch nicht geschlafen. Wallah, ich habe noch nicht geschlafen. Guck mal meine Augen. Lehrer Finke muss alleine rechnen. Sami scheint es egal zu sein, ob er mit solchen Leistungen seinen erweiterten Hauptschulabschluss schafft. Und nachdem ich die Schule fertig habe, kann ich auch für einen 1.000-Euro-Job, 1.500-Euro-Job einfach so arbeiten. Dann noch von Hartz IV, dann noch von da und da und deine Geschäfte. Kommst du schon auf deine 4.000? Was für Geschäfte sind denn das, mit denen du Geld verdienst? Ja, das sind halt Geschäfte, die man draußen macht. Das schnelle Geld, wenn man nicht fragt, dann ist es hier mal eine Palette von runtergefallenen Handys und das weiß ich, dass es auch passiert. Ich würde nie sagen, dass es bei dir passiert, Sami. Was Aber, machen Sie da, wenn Sie da was von Ihren Schülern wissen? Ich müsste es eigentlich anzeigen. Ja? Natürlich tue ich das nicht, weil ich möchte nicht, dass sie in den Knast kommen. Diese Schule ist bereits Samis zweite Chance. In der regulären Hauptschule kam er nicht weiter. Hier nun stehen Praktika im Vordergrund. Die Hälfte seiner Schüler findet nach dem Abschluss einen Job, sagt Lehrer Finke. Es gibt nur 10 Schulstunden pro Woche, trotzdem schwänzen viele Schüler, auch Sami. Was soll ich denn machen? Ich habe doch überhaupt keine Handhabe. Ich kann natürlich zu Hause hingehen und sagen, was ist da los, warum kommt er nicht? Ich kann anrufen zu Hause. Ja, dann sagen mir die Eltern, ja, ich weiß auch nicht. Was soll ich denn machen, Herr Finke? Ich hab auch geschwänzt, sagen wir mal so. Ich war zu faul, um aufzustehen und so, bin spät ins Bett gegangen. Und das ist dann auch so, ich meine, ich sag's den Schülern natürlich auch. Auf dem Abschlusszeugnis stehen keine Fehlzeiten, aber die Betriebe wollen das Halbjahreszeugnis sehen. Und da stehen die Fehlzeiten. Und mit hohen Fehlzeiten hat keiner eine Chance, das wissen die Schüler. 3-mal in der Woche kommen die Sozialarbeiter Manfred Steffens und Mohammed Mansour in den Kiez, suchen Kontakt zu den Jugendlichen. Vor allem mit Sportangeboten wollen sie die jungen Männer von der Straße holen. Und ihnen auch zeigen, dass sie eine lohnenswerte Zukunft hier haben können, wenn sie
Punkt 1, pünktlich sind Punkt 2, Regeln einhalten, Punkt 3, Normen erfüllen und sich da anderen gesellschaftlichen Verhältnissen hier in unserem Staat also auch achten. Sami will sich ändern. Die 4 Strafanzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, sollen der Vergangenheit angehören. Schuld an den Schwierigkeiten vieler Jugendlicher, sagt er, seien oft die Eltern. Die haben kein Geld, sind süchtig und brauchen halt ein paar Sachen halt, um sich abzuregen vom Leben und in ihrer eigenen Welt dann halt wenigstens glücklich zu sein. Kein guter Start für Kinder, meint Sami. Die sehen das halt so zu und werden auch so. Das ist ein nicht gutes Vorbild. Also, ich will meine Kinder nicht so groß kriegen. Wer soll abgeschoben werden? Ein jugendlicher Intensivtäter ist aufgetaucht. Ihm droht die Abschiebung in die Türkei. Die Sozialarbeiter wollen sich für ihn einsetzen. Wir können ihm dabei helfen. Also, er soll zu uns kommen. Wir werden ihn da unterstützen. Weil hatte mir erzählt. Ja. Was hast du denn gemacht für Straftaten? Alles, was ein Mensch machen kann. Ja, illegaler Waffenbesitz, Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Diebstahl, Nötigung, 15. Hunde verkaufen. Diebstahl, Nötigung. Nötigung, Erpressung, räuberische Erpressung, schwere Körperverletzung. Jetzt solle er zu seiner Oma in die Türkei. Dort würde man ihn aber drangsalieren, weil er Kurde sei.